Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über den OnlyFans-Account von der militanten Veganerin. Ja, wer es bisher nicht wusste, musste es auf diese Art erfahren. Aber es geht hier nicht um dich, also weiter im Text. Und ich weiß auch, dass ich ein bisschen spät dran bin mit diesem Thema, aber ich bin ein bisschen in Verzug geraten, verzeiht mir das. Die militante Veganerin, die eigentlich für Tierschutzextremismus bekannt ist, hat mittlerweile einen Account auf OnlyFans. Also nicht Friends, sondern Fans, aber ich darf den kompletten Namen hier nicht sagen, aus offensichtlichen Gründen. Und wer sich jetzt denkt, ja, das ist ja bestimmt nur Troll, die wird ja nicht wirklich richtigen NSFW-Content hochladen, oder? Die wird ja nur weiter ihren Aktivismus betreiben. Tja, der hat tatsächlich falsch gedacht, denn sie zieht wirklich komplett blank. Beziehungsweise sie zieht nicht nur komplett blank, sondern es gibt auch Videos, wo sie zum Beispiel mit Toys teilweise auch. Bitte nicht. Aus offensichtlichen Gründen kann ich hier auch natürlich keine Bilder davon zeigen. Ich hoffe, ihr versteht das. Die Tatsache allein ist natürlich noch kein ganzes Video wert und würde auch keine 8 Minuten füllen. Gut, das hat mich jetzt bisher auch noch nie davon abgehalten, ein Video über ein Thema zu machen, aber gut. Also warum mache ich ein Video darüber? Naja, ist eigentlich eine dumme Frage, weil es steht ja schon im Titel. Aber bevor ich auf diese Theorie eingehe, möchte ich auf eine andere Theorie eingehen. Und zwar gibt es mittlerweile einige Indizien dafür, dass es der militanten Veganerin nicht wirklich um den Aktivismus, sondern um Aufmerksamkeit geht. Diese Theorie geistert ja schon eine Weile durch die Szene, aber ich fand die bisher eigentlich immer recht weit hergeholt. Wenn man sich allerdings mal ihren Werdegang in den öffentlichen Medien anschaut, dann kriegt man ganz schnell ein anderes Gefühl. Wenn man sich anschaut, wie oft sie in irgendwelchen TV-Shows war, dann kriegt man schon ganz schnell das Gefühl, dass es ihr doch um Aufmerksamkeit geht. Angefangen hat es mit der österreichischen Version der Höhle der Löwen. Anfang 2020 tritt die junge Frau in einer österreichischen Gründershow auf, die ähnlich wie die deutsche Sendung die Höhle der Löwen ist. Und das Produkt, was sie dort vorgestellt hat, hatte schon nichts mit Veganismus zu tun, also auch nicht mit ihrem Aktivismus. Auch zeigte sie dort noch nichts von ihrer schrillen, lauten und teilweise nervigen Art. Ganz im Gegenteil, sie war dort sehr ruhig und professionell. Mein Name ist Raffaela Raab, ich bin Medizinstudentin und ich möchte Ihnen heute gerne die erste Wärmeflasche zum Umbinden vorstellen. Vielleicht war das ja auch der Punkt, an dem sie gemerkt hat, dass ihr das Rampenlicht schon ganz gut gefällt. Keine Ahnung. Denn noch im gleichen Jahr mutierte Raffaela Raab zur militanten Veganerin und begann ihren Tierschutzaktivismus. Wie es ab da weitergeht, wissen die meisten. Sie begibt sich auf die Straße und diskutiert mit Leuten über Veganismus und lädt fremdschamerregende Videos auf TikTok hoch. Du vegan für Rosalinde oder brutal gegen sie? Was ist das? Für eine Cringe-Schwester. Aber, und das ist eben der Grund, warum es nicht so abwegig ist, dass sie das alles für Aufmerksamkeit macht, sie ist oft auch in anderen TV-Shows zu sehen, wie zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Mein Name ist Raffaela, ich bin Ärztin und Tierrechtsaktivistin. Und trotz, dass ich Raffaela schon sehr unangenehm finde, hat es eine Person geschafft, noch unangenehmer zu sein bei dem Auftritt. Bist du vegan? Ich war mal Veganer, eine Zeit. Dann bin ich gewechselt, bin ich Meganer geworden. Das sind also, die Leute haben mich immer gefragt, was ist der Unterschied? Meganer ist einer, der alles geil findet. Das kann man sich halt wirklich nicht geben. Da kriege ich ja sofort diese andere Cringe-Gänsehaut. Selbst Raffaela fand das cringe as hell. Meganer geworden. Auch, dass sie jetzt einen OnlyFans-Account hat, würde in diese Theorie reinspielen. Denn dort kann man ja nur viel Geld verdienen, wenn man schon vorher einige Fans oder Aufmerksamkeit hatte. Also, das ist eine Theorie, die rund um die militante Veganerin rumgeistert. Die andere, über die ich heute sprechen möchte, ist, dass sie den OnlyFans-Account nur eröffnet hat, um von ihren Skandalen abzulenken. Denn wenn man sich mit ihr beschäftigt und vor allem auch das Exposed-Video von Tilted Floste über sie gesehen hat, dann stößt man schon auf einige kritische Punkte von ihr. Zum Beispiel verharmlost sie das unaufgeforderte Senden von Dödelbildern, was in Deutschland sogar mittlerweile eine Straftat ist. Auch das Versenden von Dickpics stellt eine sexuelle Belästigung dar, wenn dies ohne Zustimmung des Empfängers erfolgt. Das Versenden von Dickpics gehört zur unaufgeforderten Verbreitung von pornografischen Schriften und ist laut blablabla eine Straftat. Außerdem hat sie transphobe Aussagen getroffen und hat in ihrem Veganismus selbst doppelmoralische Aussagen getätigt. Wenn euch das Ganze interessiert, ich habe das Exposed-Video in der Videobeschreibung verlinkt. Und um von diesen ganzen Skandalen abzulenken, könnte sie den OnlyFans-Account gestartet haben. Effektiv wäre es gewesen, denn mittlerweile redet kaum einer über die militante Veganerin und ihren Skandalen, sondern nur noch über die wilde Veganerin. Deshalb hat Tilted Floste in einem neuen Video nochmal an die alten Skandale erinnert und ruft auch dazu auf, sich von ihrem OnlyFans-Account nicht ablenken zu lassen. Man kann ihr Dick
Picks schicken, um diese zu bewerten. Das habe ich bereits auch schon auf YouTube hier gesehen, dass die ersten schon daraus Content schlagen und finde das in der Richtung sehr, sehr kritisch, da das jetzt alles mehr oder weniger diese ganzen anderen Problematiken, die man bei ihr eigentlich wirklich kritisieren kann, sei es das Plattform von rechten Gedankengut, sei es das Supporten von der Administration des Vegan Dreamland Servers, die jetzt auch nach meinem letzten Videos, wie man das auch gesehen hat, mehr als schwierig sind. Kommen wir jetzt zu meiner Meinung über diese beiden Theorien. Die erste finde ich recht plausibel tatsächlich. Viele Leute machen eine Menge Blödsinn für Aufmerksamkeit und Reichweite. Stellt euch vor, ich spreche wieder was vor. Zittern nicht, ich habe nur gesagt, stellt euch vor. Zittern nicht. Daher ja, kann tatsächlich gut sein, dass es der militanten Veganerin von vornherein nur darum ging. Die zweite Theorie finde ich ehrlich gesagt etwas abwegig, weil es schon eine sehr drastische Maßnahme wäre, um von Skandalen abzulenken. Gut, drastische Maßnahmen sind jetzt schon genau ihr Ding, klar, aber Pyrnus drehen, um von Skandalen abzulenken? Weiß ich nicht, Digga. Zumal sie die Kritik ja vorher auch einfach erfolgreich wegignoriert hat. Also wo wäre der Sinn, jetzt plötzlich Maßnahmen zu ergreifen, um von der Kritik abzulenken? Kann ja sein, dass ihr das jetzt in die Karten spielt, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war für den OnlyFans-Account. Aber ich möchte auch auf einen anderen Aspekt rund um ihren OnlyFans-Account eingehen. Sprechen wir in dem Zuge nochmal über TJ. Also nicht über TJ direkt. Weil es in diesem Video nicht um TJ geht. Jedoch ist er stellvertretend für die Kritik. Denn so wie er schon die Kritik an Leroy verharmlost hat, verharmlost er auch die Kritik an der militanten Veganerin. Raffaela hat übrigens auch noch von ein, zwei Seiten so ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass sie es OnlyFans macht, weil sie sich dort halt eben verkaufen würde, dies, das. Aber ich muss dazu ganz ehrlich sagen, wenn man sie jetzt dafür krass weghatet und nicht für die Punkte, dass sie halt eben teilweise transfeindliche Aussagen gedroppt hat oder auch, weiß ich nicht, Kontakt zu Faschos und sowas hat, ja, dann sollte man vielleicht erstmal die eigenen Werte überdenken, bevor man sie da weghatet, weil, I mean, was ist schlimmer? Nudes verkaufen oder transfeindlich sein? Ich weiß ja nicht. Ich finde, jeder, der OnlyFans machen will, kann es machen, ist mir eigentlich sehr egal. Ich finde es halt irgendwie funny und cringy zugleich irgendwie bei ihr, keine Ahnung, aber an sich soll sie machen, kann mir doch egal sein. Und das Problem, das ich mit dieser Aussage habe, ist folgendes. Raffaela hat mit ihrem Aktivismus ja auch einige jüngere Leute erreicht. Und sogar teilweise ja auch Interviews mit ihnen gemacht. Ich bin eigentlich Fleischesser, aber teilweise esse ich auch vegan. Mhm. Ja. Und wer hat gefragt? Ist es okay, nicht vegan zu sein? Ja. Warum? Warum nicht? Wir stehen ja einfach in der Nahrungskette auch über den Tieren. Das stimmt nicht unbedingt, wenn ich dich eben einen Löwen nackt aussetze in der Sahara, dann ist der Löwe definitiv über dir. Und jetzt macht sie pornografische Inhalte, wodurch jüngere Leute, die schon mit ihrem Content in Kontakt gekommen sind, neugierig werden könnten. So führt man junge Menschen schnell und definitiv zu früh an solche Inhalte. Und ja, man kann erst mit 18 einen OnlyFans-Account machen, das ist schon richtig, ja. Aber es gibt ja schon dutzende Leaks von ihren Bildern und Videos, also man kommt auch schon unter 18 an diese Inhalte ran. Und was Pyrnosucht verursachen kann, brauche ich euch ja nicht zu erzählen, das hat Ahmad ja schon ganz gut aufgearbeitet. Heute geht es nämlich um, ihr habt richtig gelesen, Pornos. Nein, Spaß hat er nicht. Pyrnosucht ist erstmal tatsächlich eine offizielle Krankheit und die kann offensichtlich auch negative Folgen mit sich bringen. Häufig bekommt die Nutzung die Funktion, negative Gefühle zu beenden, indem man kurzfristig in sexuelle Fantasien flieht. Das kann dazu führen, dass Problemen immer mehr aus dem Weg gegangen wird und soziale Kontakte gemieden werden. Je nachdem, wie viel und wann konsumiert wird, kann es zu Einschränkungen im beruflichen Bereich kommen. Nach einer Pyrno-Nacht ist man müde und unkonzentriert. Ein Problem am Pyrnografie-Konsum kann wie oben schon erwähnt sein, dass partnerschaftliche Sexualität immer schwieriger wird. Da das Internet mit der Fülle an pyrnografischem Material alles bietet, genau das zu finden, was einen besonders anmacht, gewöhnt man sich immer mehr daran, eigene Bedürfnisse sehr zielgenau befriedigt zu bekommen. Reale partnerschaftliche Sexualität ist demgegenüber dadurch gekennzeichnet, dass man sich mit dem Partner, der Partnerin abstimmen und Kompromisse schließen muss. Wenn man über Jahre eine sehr auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtete Sexualität gelebt hat, kann es schwierig werden, sich wieder auf eine partnerschaftliche Sexualität einzulassen. Also ja, kein cooler Move von der militanten Veganerin, erst explizit Content mit und für Kinder zu machen und danach Pyrnus zu machen. Klar soll jeder machen, was er möchte, aber mit Reichweite kommt eben auch Verantwortung. Und das vor allem für die jüngeren Zuschauer. Und da gilt dann meiner Meinung nach auch diese nicht in irgendwelche potenziellen Süchte zu treiben. Weder in die Spielsucht, noch in die Alkoholsucht, noch in die Drogensucht, noch in die Pyrnosucht. Und man kann die wilde Veganerin auch nicht mit irgendwelchen Darstellerinnen vergleichen, die ausschließlich Erwachsenen-Content machen. Denn die haben nicht vorher schon mit und für Kinder gemacht. Die haben also einen ganz, ganz anderen Kontext. Und daher finde ich, dass es bei der wilden Veganerin auch tatsächlich zu kritisieren ist. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zum Thema wie immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.